Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft GTA. Ich habe ein bisschen gefarmt. Das sieht man wahrscheinlich an meinem Geld. Guck mal auf mein Geld, 96.000. Wenn ihr seht, was in der ersten Folge war. Und jetzt nehme ich immer die mit. Und ich habe extra, ich habe noch viel mehr von denen. Ich möchte sie alle austesten. Okay, was macht die denn Schönes? Wow, jemand schießt auf mich. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der hat irgendwie, glaube ich, diese Axt. Die ist richtig OP. Vielleicht finde ich sie jetzt in dieser Chest. Nö. Aber noch mehr Items zu austesten. Ja. Oh. Wow! Oh man, kam da von hinten. Das ist bitter. Egal. Was ich auch noch austesten wollte, weil ich jetzt nicht alle austesten konnte, nehme ich jetzt noch ein paar mit, seht ihr. Ich habe hier MGs. Ich glaube, die sind OP. Ich nehme eine mit, wegen der Aufnahme. Und hier gibt es auch Molotov-Cocktails, die wollte ich auch noch austesten, die habe ich schon ausgetestet, ob die Schaden machen, weiß ich nicht. Gibt's ein Nightstick und Rocket. Rake. Oder was auch immer. Egal. Ich hole jetzt, was immer ich empfehlen kann. Ich weiß nicht, wie ich das zweite Kit bekomme. Falls mir da mal jemand helfen kann. Ich weiß nicht, wie ich das kriege. Ja, ich habe auch ein bisschen Karotten gefahren. Ich habe eigentlich ziemlich viel. Ich habe ja auch Sniper Rifle, zwei Stück von denen. Ich hab viel. Okay. Ich werde mal gucken, wie stark die Waffe ist. Jedenfalls ist die extrem schnell. Ich habe sie schon mal hier so ausgetestet. Aber das ist, glaube ich, Munitionverschwendung jetzt gerade im Moment. Werdet ihr sowieso sehen, wenn ein Gegner kommt. Jetzt bin ich auf Gegnersuche. Normalerweise bin ich auf Chestsuche, loote die Chests und dann porte ich mich nach Hause. Oder wenn ich einen Kill mache, porte ich mich auch nach Hause. Mache ich zwar diesmal auch, aber ich versuche jetzt welche zu killen. Normalerweise haue ich ab. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo ist so eine Loot-Chest? Ich brauche eine Loot-Chest. Eine noch nicht geöffnete Loot-Chest, die ziemlich offensichtlich ist. Weil ich bin schon öfters in diese Gastiers, so, also diese Tiergas, bin ich schon öfters reingetreten. Das ist richtig OP. Wenn man also getroffen hat. Oh, zum Glück ist meine Sache verbrannt. Kriegt meine Sachen nicht. Oh Gott, ich habe gedacht, den könnte ich besiegen, aber anscheinend nicht. Schade, anscheinend hatte ich ein bisschen Geld mit. Egal. Hier, ich habe noch genug von diesen MGs. Boah, ich wüsste die jetzt mal ernsthaft austesten. Zum Glück habe ich genug von denen gefarmt. Warte, von den Gastiers, weil ich da so wenig habe, nehme ich lieber mal nur eine mit. Womit ich normalerweise kämpfe, ist... Zack. Nicht mit der. Auch nicht mit dem. Das ist diese... MG, wenn ich mich sterbe. Ne, SMG. Da. Micro-SMG. Mit der kämpfe ich immer. Oh Gott. Mit diesem anderen Zeug kann ich nicht umgehen einfach. Also mit den anderen Waffen. So, schnell. Vielleicht können wir... Ich möchte jetzt gerne die mal austesten.
Außerdem verstehe ich nicht, was das hier macht. Sticky Bomb. Ach, jetzt verstehe ich's. Schnell weg. Schnell weg, 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 schnell weg. Wow, wow, wow. Wow. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh. Ich glaube, ich bin entkommen. Oh mein Gott. Habe ich dir jetzt Chestplate? Oh mein Gott. Nein! Ich töte einen mit dir Chestplate und ich verliere sie direkt. Das gibt's doch nicht. Mann, wie viel Pech kann man nur haben? Ist so bitter. Nein. Ja. Ich wollte sie irgendwie safen, weil ich nicht mehr so viel verbrauchen will, hole ich mir nur eine. Oh, mir hat schon wieder jemand was gedroppt. 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt hole ich mir wieder die SMS, Micro SMS heißt das. SMG. Ja, SMS. Micro SMG. Mit der kann ich am besten umgehen. Weiß nicht wieso. Von der habe ich auch richtig viel Munition. Ich habe sie mir einfach gekauft. Okay, noch eine Runde. Ich möchte eigentlich mal die drei hier austesten. Das gibt's hier doch gar nicht. Oh Gott. Mann. Ich hätte so gerne die DHS-Blade behalten. Ja, könnt's gerne auf mich werfen. Ich bin noch im... Ja, ich bin noch... Was? Was ist das denn? Nightstick. Ich hab so einen. Ist der OP? Warte. Das möchte ich mal austesten. Den habe ich nämlich auch. Weil ich habe gedacht, das wäre so irgendein nutzloses Ding. Die Gastier, die verwende ich nicht mehr, weil ich so wenige davon habe. Es tut mir leid. Aber ich kann schon mal sagen, du kriegst einfach nur Mining Fatigue. Bist langsam. Und wie heißt es nochmal? Und du kriegst Mining Fatigue. Habe ich das schon gesagt? Du wirst langsam blind, Mining Fatigue. Eigentlich nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht mehr. Jedenfalls, hier seht ihr nochmal bei der Bank. Rechts. Also so rechts und eine Bank, falls ihr es nicht sehen könnt, tut mir leid. Ich kann es halt nicht zeigen, warte. Hier so. Hier das. Ich zeig's mal, falls jemand nicht gesehen hat. Da habe ich 95.000. Ich komme bald an die Millionen ran. Oder nee, an die 100.000. Sorry. Nightstick. Anscheinend ist der OP. Ich wüsste nicht, wieso. Komisch. Oh ne, die Höhle. Ah, hier ist keiner. Fuck, ich habe vergessen, Essen zu mitzuholen. Fuck. Ich hoffe, ich finde irgendwo in der Chest Essen. Oder ich kill jemand mit Essen. Oh, Mann. Oh, ne. Hier war schon jemand. Ich glaube, ich darf nicht rennen. Mann, ich würde gerne was essen, aber ich habe kein Essen. Das ist natürlich bitter. Ich möchte jetzt nicht abbrechen. Da! Eine Loot Chest. Da kann Essen drin sein. Komm schon, Essen. Oh, nur Waffen. Ich glaube, ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns. Nein, bis dann. Leute, bin doch wieder da. Ich cutte das jetzt hier nicht raus, weil guck mal, was ich habe. Ich hab die 100.000 geknackt. Geil. Aber leider verliere ich sie gleich. Ah ne,
Nee, tu ich nicht. Ich brauche ja nur Essen. Das habe ich in meiner Chest. Ich habe gedacht, ich wäre gestorben und müsste jetzt die Micro-Essen. MG wiederholt. 7 Stück. 7. Burrito. Mir gar nicht aufgefallen. Jedenfalls 100.000 knapp. Ach ja, ich brauche noch ein bisschen Hilfe. Falls es jemand weiß, wie kriege ich hier die Kids? Ich krieg die. Ich weiß nicht, wie ich die hole. Wieder eine MG. Das gibt's doch nicht. Diese MG fallen vom Himmel. Die sind aber auch wirklich OP. Aber ich habe genug von denen. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Aber diese Nightstick ist gar nicht mal so schlecht. What? What just happened? Ich schneide das jetzt kurz. Ich werde versuchen, jetzt gar nicht so. Bis gleich. Hallo, ich bin wieder da. Hier ist mein Stuff wieder. Und weil ich mit einer MG ja gestorben bin, kann ich perfekt eine neue hin tun. Ach ja, ich habe so einen Raketenlauncher. Weiß ich auch nicht, was er macht. Ups, oder? Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Texture Pack gibt. Falls mir das jemand mal sagen kann. Ob es hier so ein extra Texture Pack gibt, damit die so aussehen wie Waffen. Ist das vielleicht so? Okay, ich habe 200, 2000, nicht 200.000, 2000. Jedenfalls ist es geil, dass ich die 100.000 geknackt habe. Ich möchte nämlich gerne dieses verdammt neuen Kids haben. Ich weiß jetzt nicht, wie OP die sind, ob die OP sind. Jedenfalls, das ist so bitter gewesen. Ich hatte jemand mit, upsala, mit diesem Kid hier getötet. Oder es war sogar noch ein bisschen weiter. Ne, ich glaube die hier. Wisst ihr, wie teuer das ist? Chestplate. Ich weiß jetzt nicht was. Oh Gott. Jedenfalls, das ist so bitter gewesen. Aber ich habe ihn auch abgestoppt, kann man dazu sagen. Also eigentlich habe ich es verdient, dass ich gestorben bin, weil ich habe ihn ja abgestaubt. Aber dass ich da nicht entkommen bin, das ist natürlich bitter. Wo bin ich hier? Okay, jetzt habe ich auch diesen Nightstick ausgetestet. Anscheinend ist er wirklich stark. Das Molotov-Cocktail. Vielleicht kann ich euch gleich zeigen, wie die aussehen wenigstens. Was für Effekte die geben, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich der Molotov-Cocktail verbrennt einen. So, lasst einen zu verbrennen. Brennen, nicht verbrennen. Brennen einfach nur. Au. Das Geilste war, ich werf so einen Molotov-Cocktail, das war bevor ich die Aufnahme gestartet habe, und der Typ rennt zu dem hin, um ihn aufzusammeln. Und was passiert? Er fängt an zu brennen. Ah, hier. Ich empfehle euch was. Das ist ein richtig geiles, geiler Tipp. So habe ich richtig viel Geld bekommen. Hier erstmal. Da könnt ihr euch einfach zum Forest Port. Das kostet zwar 200. Hier. Molotov Cocktail. Perfekt. Hier. Das hat niemand gelootet. Dann könnt ihr die hier looten. Dann geht ihr nach hier unten. Eigentlich zum Wasserspringen. Ich bin jetzt daneben gesprungen. Dann hier unten. Nichts. Also da kriege ich nur meistens Munition oder sowas. Auch seht ihr da plus 53 SMG Munition. Dann geht ihr hier lang. Ups, bin ein bisschen hängen geblieben. Zack, zack, zack. Und dann ist da hinten noch eine Chest. Die hole ich mir jetzt. Und das war's. Damit könnt ihr super farmen. So habe ich meine 100.000 zusammengekriegt. Weil seht ihr, jetzt habe ich schon zwei Waffen und die sind sogar, glaube ich, zusammen im Wert von 500 Euro. Könnte gut sein. Vielleicht sogar 1000 schon? Nee. 1000 auf gar keinen Fall.
Das wäre viel zu viel. Und dann ist hier noch die Chest, wie gesagt. Okay. Das war ich, wie ich immer gelootet habe. Und jetzt möchte ich den... Ich werfe mal einen Molotow-Cocktail, damit ihr seht, was da überhaupt... Oh. Ah, dann könnt ihr nochmal hier hingehen. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder nach Hause, weil das... Die Dias sind meistens OP-Sachen. So, ich werfe mal einen Molotow-Cocktail. So sieht's aus. Heftig, oder? Ich finde, das ist geil von diesem Server gemacht. Anscheinend könnt ihr noch den Weg ablaufen. Den wusste ich nicht, dass er existiert. Aber der ist ja richtig OP. Beutet euch am besten immer zum Forest. Das kostet nur 200. Jo, wie viele Chests sind hier? Oh. Ein Traum. Noch eine. Ja gut. Ich glaube, ich habe einen Inventarwert von ungefähr 110.000. Könnte gut sein. Oder sogar nur 5.000. 100.000 auf gar keinen Fall. Also dabei habe ich jetzt auf jeden Fall 10.000 durch diese eine Waffe, weil die, ich glaube, die ist im Wert von ungefähr 5.000 oder so. Dieses Sniper hier. Deswegen porte ich mich jetzt nach Hause. Ah doch, upsala. Das hat nur ein bisschen geleckt. Man darf sich nämlich nicht bewegen. Hier, falls jemand kommt, ist auch bei der OPs. Nichts, niemand. Leider konnte ich mir die nicht mehr holen, aber... Ah, keine Sorge. Ja, da kommt sie schon. Mein Inventar. Habe ich auch meistens Sorgen gehabt, aber... Das vergeht. Okay. Was habe ich denn hier Schönes in der Chest? Ja? Ah, genau. Hier. Zack. Drei von diesen Sniper-Waffen. Upsala. Zack, zack. Dann lass mal einen Molotow-Cocktail nur mitnehmen oder zwei. Was soll der Geiz? Die hebe ich mir auf. Small Grenade habe ich schon. Cookies lege ich auch mal rein. Carrot lege ich auch mal rein. Den Rest verkaufe ich mal hier. Die Suppe nehme ich hier mit. Bisschen Essen. Ah, hier. Das ist wieder da. Ja, ich habe. Das ist mir auch. Habe ich mich öfters erschreckt, aber dann ist mir aufgefallen. Oh, wir haben uns unsichtbar für eine kurze Zeit. Oh, wie viel denkt ihr, kriegen wir? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Fake. Mach ich auch mal rein. Wie viel denkt ihr, kriege ich jetzt? Schreibt es in die Kommentare. Und? Es ist 4450. Na gut. Ist gar nicht mehr so schlecht. Für den... So. Jetzt habe ich wieder 108. Das ist einfach so viel. Okay, dann nochmal rein. Ich möchte eigentlich diese Molotow-Cocktail. Ich will auch selbst sehen, wie viel Schaden die machen. Ich habe die bisher noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich einen damit treffe, dann explodiert der mit diesem hier Sticky Bomb. Ein Helm. Keine Sorge, ich habe noch bessere Helme zu Hause. Also, meiner Base, in meiner Truhe, in meiner Ender Chest, da habe ich sogar einen Dia-Helm, aber den hebe ich. Ich versuche für die Aufnahme mal Full Dia zu holen und damit mal in einem Witz irgendwo hingehen und einfach kämpfen, bis ich tot bin, zwar nicht, aber bis ich ungefähr eine gekillt habe. Es muss einer sein. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Full Dia werden kann. Das weiß ich wirklich nicht. Ich hoffe es. Oh, Tier. Was ich machen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wie ähnlich wie eine Mine ist. So. Ist die hier noch? Ah, nee. Ist nicht wie eine Mine. Ist auch weg. Bitte. Danke. Okay, und ich kann auch selbst reintreten. Deswegen habe ich... mache ich mal Abstand. Und zack. Oh. Wow. Geil.
Okay, ist hier hinter irgendeiner? Nein. Jetzt hätte ich mit einer Gastier reingebrochen. So, perfekt. Fuck! Schade. Okay, jetzt habe ich... Ich habe es versucht, euch zu zeigen, aber weiter komme ich nicht. Ich habe versucht, den zu töten. Ah, schade. Aber ich habe ja genug Geld für die Aufnahme. Habe ich es mal gemacht und versucht mal einen Dia. Sonst hätten vielleicht welche gemeckert, dass ich den nicht angegriffen habe. Aber ich nehme mir mal ein paar so Granaten ab jetzt mit. Ich habe ja einen... Hier seht ihr, ich habe ein Titanium-Helmet. Der war in der Chest. Hier habe ich noch genug FGs. Ihr könnt mir mal sagen, wie ich diese Kits kriege. Ich habe ja nur das Starter-Kit, das jeder ungefähr kriegt, den ich mir jede 5 Minuten holen kann. Deswegen das auch viel richtig OP ist. Jetzt hole ich mir wieder so eine... Zack. 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 Und das war's. Eigentlich war's das mit der Aufnahme. Ich werde jetzt weiterhin ein bisschen Geld fahren. Ich habe ja nicht genug, sage ich dazu nur. Ich will 1 Million auf dem Kasten haben. In der Bank. Und dann tschüss. Abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich da tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.